Molle der Timex hier. Heute gibt es das nächste Test-Event und es ist das allererste Event mit 100.000 Dollar Preisgeld, wo man sich durch das neue Ligasystem qualifizieren musste. So wird das dann auch bei der kommenden Fortnite-Weltmeisterschaft sein. Die ist ja schon in 2 Wochen. Gleiches System. Man musste jetzt hier in die Anwärter-Division kommen und musste die offene Division 1, 2 und 3 überspringen und da hervorstoßen. Habe sogar ich geschafft. Also man konnte jetzt hier teilnehmen mit 125 Punkten und man hat ja keine verloren. Also das würde wirklich jeder schaffen. Jetzt kommen allerdings nur die besten 1500 Duo-Teams weiter. Und wir machen das heute wieder so. Heute gibt es eigentlich noch kein Preisgeld von Epic Games. Erst dann wieder morgen. Da kommen auch alle Highlights auf diesem Kanal, um das nicht zu verpassen. Gerne abonnieren. Wir machen das so, dass wir heute schon Preisgelder rausgeben für das beste Duo, was wir heute jetzt hier live on Stream sehen. 31 Punkte, what? Alter, Max Sam und The Wies, konstant immer krass, also immer. Dem würde ich das auch mal gönnen auf dem ersten. Weil die sind immer sehr weit oben mit dabei. Ja, hab ihn. Nice. Haben wir High? Ja, ja, haben wir. Okay, let's go. Leute fliegen. Ja. Die gehen zurück, die Zone geht zurück zu der Base hier. Ja. Wie viel kommen da oben? 10 Leute noch am Leben? Aufschießen! Mir ist 50 gegeben. Was ist das zweite? Luftschießen, alle unter uns. Nur noch ein Team über uns. Der ist weiß. Hab ihn. Alter, sauber. Oben noch. Nice. Na, fuck it. Das hier. Ja, ich weiß. Hab ihn gegeben. Let's nice. Go! Nice. No, Digga! 40 Punkte, beides gewonnen? Mann. Ohne Witz, 15 Kills, Mann. WhatsApp haben wir ein neues Late Game? Eines White. 50 HP. Ich bin aber tot, glaube ich. Oh, lol, er boostet nochmal! Hinter dir einer. Wie nice! Kranke Szene. Ich weiß nicht, wie ich am Leben bin. Ja, genau so. Danach sind wir im Early Fight, der ganze Server stürzt ab. Und noch ein Game. Alter, das tut weh. 2 Games. Oh, nice. Oh. Sauber. Digga, der hat 11 Kills, ne? Hier ist auch Raketenwerfer. Bin halt so One-Shot, hast du Lagerfeuer? Hab einen. Alter. Gegner haben sich runtergezogen. Okay, 7 Leute noch am Leben. Oh, genial. Krass, ey. Also Leute, Letschi hat letztes Mal die 1000 Euro gewonnen. Der war erster Platz. Nach der Hälfte der Zeit. Der war binnen 90 Minuten uneinholbar auf dem ersten Platz. Und hat sich dann die 1000 Euro mitgenommen. Jetzt schauen wir ihn ja heute zu. Und der performt doch schon wieder. Kann mir doch keiner... 13 Kills? Die haben doch schon 40 Punkte. Das sind doch schon krasse Gegner. Hast du, wie viel Mats hast du? 14, der ist noch einer gestorben. Hab ihn. Digga, 15 Kills. Digga, du hast 15 Kills, ne? Ich hab 3. GG. 3, 46 Punkte. Dann auf dem vierten Platz. Letchi und Devil mit 46 Punkten. Dritter Platz, Maxam und The Wies mit 46 Punkten ebenfalls. Auf dem zweiten Fakar und Lachsfaun mit 47. Und auf dem ersten Platz Armageddon und Divine Pris mit 53 Punkten. 53 Punkte, das ist nice. Da müssen wir dann auch gleich mal zuschauen. Da könnt ihr mal einen Link schicken nochmal. 5 Punkte Abstand. Ja, Hälfte des Turnieres ist rum. Zwei Gegner noch. Ist, glaube ich, ein Duo. Alter, wenn er die holt. Oh. Was? Alter, hi Chris. Schön. Deckel draufgesetzt. Mate ist down, sehr schön. Es gibt nochmal 50 Schild. 1 gegen 1. Hi Chris im Lowground. Keine Mats. Ah. Schade, Mann. Schade. Krasse Runde. Sehr, sehr krasse Runde. 49 Punkte nach 5 Games. Ja, 5 Games. Ich dachte gerade, das ist ein Anzeigefehler. Ist es nicht. Mitro Mongral, 88 Punkte. Holy shit. Sie spielen gegen die besten Spieler der Welt.
Aber sie machen einfach trotzdem die Platzierung und die Kills. Es juckt sie nicht. So, also Mongral und Mitro können heute keine Preisgelder gewinnen. Wir schauen den dennoch zu, weil beide individuell zu den besten Spielern der Welt gehören. Und haben jetzt beide ein Duo gebildet und trainieren jetzt in diesem Event, um bei der Fortnite-WM was zu reißen. Die beiden gehören für mich auch zum absoluten Favoritenteam. Ich habe so Bock auf die WM. Ich habe so Bock auf die Fortnite-WM, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Allein schon wegen so welchen Teams. Ich bin mir auch ein bisschen sicher, dass irgendwie die Europäer da abrollen werden. Alleine. 91 Punkte. Du sollst sagen, wie die Top 3 sind. Ach so, meinst du das? Oh, krass. Aber Aqua ist für mich solo oben mit dabei. Alter, Mongral macht hier gut Kills, ne? Alter, wie viele Leute da sind noch? 96 Punkte. 96 Punkte. Nach 7 Games. Von Demon den Clip. Ich mach mal auf Play. Mal gucken, was er da zu bieten hat. Er ist alleine. 6 Kills hat er bereits. Falle irgendwo geplaced. Oh, ganz, ganz, ganz sauber. Fehlerlos. 2 Gegner. Ist ein 2 gegen 1? Alter, sauber. Ein Gegner noch. Alter, die Zone. Oh, wunderbar, nochmal raus aus der Zone. Alter. What? Okay, es sieht stark danach aus, dass HiCrist das Ding hier gewinnen würde. Da müsste noch was ganz Verrücktes passieren, dass ich noch jemand aufholen kann. Und jetzt ist er in der gleichen Runde. HiCrist mit Kirito-san in der gleichen Runde wie Amar und Mail, dem 71 Punkte, was krass ist, in der gleichen Runde mit Mitro und Mongral mit 106 Punkten. Und die sind in der gleichen Runde wie Benji und Savage. Also die ist so stacked. Die ist so stacked, das ist gar nicht witzig. Wir schauen mal bei Mitro rein. Mitro und Mongral. Und die sind jetzt alle zusammen in der letzten Lobby. Schaut immer die ganze Zeit auf den Killfeed. Da könnt ihr sehen, wenn HiCrist, Amar oder Benji, irgendeins von den Duos, down geht. Hier fürs letzte Game move ich mich sogar nochmal über die Mets. Sehr nice. Für diejenigen, die jetzt hier gerade eingeschaltet haben, der erste Platz, das beste Duo Deutschlands, bekommt 500 Euro. Von uns. Hier jetzt im Halbfinale. Alle, die wir jetzt gerade zuschauen, sind qualifiziert. Morgen fürs Finale am Sonntag 18 Uhr startet das. Das werden wir auch casten. Lasst auf jeden Fall ein Follow auf diesem Kanal und ein Abo auf YouTube. Da kommen die ganzen Highlights. Und morgen gibt es dann von uns 1.000 Euro für das beste deutsche Duo und von Epic Games 100.000 Euro. Aber ich glaube, der erste Platz $3.500. Aber ist ja klar, das würde man zu lange suchen. LOL, Triple Headshot! Ja, deswegen haben sie auch 106 Punkte. Also beim Triple Headshot bin ich raus. Den finisht der, das ist der nächste Punkt. Aber Marlon ist die Zune. Ja doch, wir müssen Marlon zuschauen. Wir switchen nochmal rüber. Es gibt noch eine Lobby, die ist noch derber im Late Game. 73 Punkte haben sie. HiCrist hat 83, lebt auch noch, aber in einer richtig verschwitzten Lobby. Vielleicht schaffen sie es irgendwie. Sie sind in der Luft. Ich erinnere mich noch an Yannis, der war einmal Spieler des Turniers. Der hat einmal ultra krank performt. 76 von 83, aber HiCrist auch noch gerade in der Runde. Wenn er Punkte macht, wird's übel. Alter, eine Minigun mit 500 Schuss plus einen goldenen Raketenwerfer. Ach, am Arsch, das ist alles verarsche hier. Nice. 77 Punkte. Als ob die das jetzt hier noch hinkriegen. Wir haben die beiden den ganzen Tag nicht zugeschaut. Und jetzt zum Ende hin gönnen die sich nochmal richtig viele Punkte. Wie viel hast du? Iblo. Alter, nächster. Oh mein Gott, Leute, jetzt wird's nochmal ganz krank. 82 Punkte, Top 3. Das gibt's doch nicht. 2 gegen 1. Dieser Kill gibt 4 Punkte. Damit würden sie HiCrist. Ich hab schon abgeschlossen. Ich hab schon HiCrist. Ich wollte schon gratulieren.
Ich wollte schon anmoderieren. Holy shit! Sehr stark, Janis. 86 Punkte? Was? In der letzten Runde? Es ist 8:45. Wir schauen Highchris zu. 85 Punkte. Er braucht nur einen Punkt. Dann sind sie punktgleich. Einen Punkt braucht Highchris. Highchris und Kyritos an Leben. Einen Punkt für 500 Euro. Ich glaube, weil die haben mehr Wins, oder? Oh, das der ist down. 86. Mit 87 Punkten sind sie safe. Jetzt sind sie gerade im Stechen. Ich weiß gerade nicht. Die Mods haben die Regel gemacht. Ja, durch. Durch. Ist durch. 89. Oh, schade. Ich bin safe. Hätte es denen gegönnt. Aber Highchris und Kirito-san, ich meine, sie sind in der Lobby mit allen. Mit den vier besten Spielern der Welt. Benji, Savage, Mitro, Mongral. Warte. Nichts Damage. Noch? Was? Ich bin unterm Wasser. Hab ihn noch. Musst du dir. 90 Punkte. Das ist so krank, ne? Schaut auf den Killfeed, Leute. Das ist eine ganz, ganz, ganz kranke Lobby. Wow. 91 Punkte. Hä? Das Dream Black Sue ist hier auch mit drin. 9 Leute leben noch. Amar ist auch noch drin. Amar lebt noch? Feier ich. Oh mein Gott. Bei mir einer. Die sind low alle. Oh Gott, was? Er steht durch mir. Der wahrscheinlich. Einer High Ground, der muss wahrscheinlich low. Digga down. Kirito-san weg, 95 Punkte, unglaublich krass. Wir schauen direkt bei Mitro rein. Mitro lebt noch. 114 Punkte. Sie können jetzt keine Preisgelder gewinnen, aber da schauen wir gerne zu. Viele Leute noch am Leben. Das wird, glaube ich, ist eine der letzten Runden jetzt hier überhaupt. Weggelöscht, ganz großartig. Zwei Gegner noch. Wo ist die Zone denn hin? Was soll er machen? Oh mein Gott. Brutaler Hit. Den kriegt er noch, dadurch kriegt er wieder Leben. Oh mein Gott. Das wäre so krass gewesen. Alter. Was für ein geiles. Ey, immer zum Ende wird es nochmal so geil. So ein Kopf an Kopf rennen. So, das Turnier ist durch. Der erste Platz, das beste Duo, bekommt 500 Euro. Wir gehen mal ganz kurz die Top 5 durch, die jetzt hier auch gestreamt haben. Auf dem 5. Platz mit 77 Punkten, Confetti und Landboy. Hier haben wir sie insgesamt Platz 109 geworden. Ach hier, lol, da ist noch ein Twitch davor. Hier, Rayvox und Laserview. Der hat gar nicht gecheckt. Auch 77 Punkte auf Platz Nummer 4. Auf Platz Nummer 3, Pizza4K und Dragon Cube. Zwischenzeitlich auch Platz 1 gewesen. Alle 77 Punkte. Als nächstes, und da wisst ihr schon, wir haben es gerade in den letzten Games gesehen. Janis und Marlon, 86 Punkte. Ganz, ganz kurz. Kurz vor Ende noch auf dem ersten. Aber dann doch mit ordentlich Abstand nach oben. Highchris und Kirito-san bekommen 500 Euro. Glückwunsch dafür. Sehr, sehr krasse Leistung. Nicht gestreamt haben Aimstunts und Flittermäus. Platz 7 in ganz Europa. Krasse Leistung. Und dann hatten wir auch noch zugeschaut immer mal wieder. Die können natürlich kein Preisgeld gewinnen. Aber mein absoluter Favorit für die kommende Fortnite-Weltmeisterschaft. 118 Punkte. Ja, 11 Punkte Abstand zum zweiten. Verrückt. Verrückt, was die beiden hinbekommen haben. Sehr, sehr geiles Event. Ich freue mich morgen auf das Finale. Da gibt es dann 1000 Euro fürs beste deutsche Duo-Team, was streamen wird. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, die ganzen Highlights auf YouTube, könnt ihr gerne ein kostenloses Abo dalassen. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Das war's mit dem Video. Haut rein.